dir mein Mikrofon-Haltgerät und sage immer noch, hier unten ist so ein kleines Liebling, da kommt es. So, Sophie, wir haben uns ja kennengelernt vor circa 94 Jahren. Und wir noch ganz jung waren. Ja. Und wie geht's denn jetzt im Alter? Immer besser. Immer besser. Ich lass los, ich geb ab. Ja. An die Jungen. Richtig. Das tut mir gut und den anderen auch. Also gut, ja. Ja. Und dir? Ja, mir geht's sehr gut. Ich habe ja damals auch schon aufgegeben. Ach so. Weil neuerdings in der Zeit, wo ich Musical-Darsteller sein darf, werden entweder die Musicals von Frauen gespielt, ja, oder von Marc Seibert. Gut, ich verkleidet, ja, bin zur Wicked Audition als Frau gegangen und gesagt, ich würde gerne die Elfe mal sehen. Hat nicht geklappt. Bin zur Elisabeth Audition nach Wien geflogen, als Marc verkleidet und gesagt, ich würde gerne Tod spielen. Nicht geklappt. An dieser Stelle grüße ich natürlich einen sehr netten Kollegen, den Marc Seibert, meinen Musical-Tenorbruder, der heute Abend leider nicht hier sein kann. Aber vielleicht kommt er mal. Wenn ihr ihn bei Facebook belästigt, kommt er mal zum Stadtkommune Strom. Dann kommt er auch mal. So wie die Sophie, die hat mich auch belästigt. Ja, nein. Rede weiter. Habe ich dich überredet? Ja. Hast du nicht versucht zu überreden? Ich glaube nicht. Es ist ein sehr romantisches Lied, gerade für uns zwei. So wie tanzen. Ja. Aber ich trete auf Füße. Ach so. Die letzte Tanzstunde ist auch ein Jahr her. Ach, egal. Ich habe damals mit meiner Mutter getanzt. Mach einfach die Augen zu, wir tanzen. Nein, du sollst nicht zu verkauft, du machst wir tanzen. Man sieht dich aber, man sieht mich in deinen Augen. Nicht gut. Ja, doch. Ich bin sehr nervös gerade, hört ihr das? Also Leute, ich muss, ich bin mal weg. Sophie, singst du was? Ja, kann ich noch ein bisschen lauter? Ja, aber nicht bei mir, bitte. Oh Gott, ich gehe. When I lost my mind, there was something pleasant about that place. And my emotions haven't had so much space.